Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Let's Play Folge zu Assassin's Creed Orange. Ja, wir werden heute mal wieder weitermachen an den nächsten Nebenquest-Missionen, damit wir in der Hauptstory dann irgendwann aufsteigen können und so leveln können. So, die nächste Quest wird auf jeden Fall sein Katzenwiege. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich kenne es auch noch nicht. Aber ich denke mal, wir werden mal gespannt sein, Da was es fehlt mir sein noch. wird. Vielleicht wird es auch Nun eine ist Runde, Rede. eine kleine Klopperei geben, aber wie es aussieht, bin ich ja mal gespannt. Ja. Diese Blasphemie muss gesühnt So. werden. Ach, Blasphemie. Ja, das nehme ich euch gerne zu. Wo ist der Feigling, der das getan hat? Welcher Feigling? Wovon reden Sie? Naja. So. Untersuche das Gebiet. Ja, oh. Oh, ja, da Da fehlt. kecht mir noch. Nun ist Rede. Das ganze Blut kann nicht von einer Katze stammen. Nee. Das wäre zu schön, um Ich weiß wahr immer zu noch nicht, sein. was hier passiert ist. Ich gehe der Sache auf den Grund. Ja, bei dem, was hier passiert ist, Diese Mies. werden da die Muschis alle reingepackt. So. Ach du meine Blutige Güte. Fußspuren, die nach Norden führen. Da schlachtet hier einer einfach die Katzen ab. Ah ja, da haben wir da unseren Übeltäter. Komisch, wir müssen das Gebiet hier untersuchen. Achso, ich verlasse das Gebiet. Das ist das nur in diesem Gebiet hier. Komisch. Merkwürdig. Das ganze Blut. Ah ja, wer hat denn die Leiche hier rein aufgepackt? Ah ja, eine Wache. Interagieren. Ein römischer Soldat. Tot. Nur eine Wunde. Er ist verblutet. Ja. Neck. Der Römer hat die Katze angegriffen. Der Täter wollte sie beschützen. Die Spur führt nach Norden. Ich sollte ihr folgen. Ja, die Ägypter sind schon bis aufs Blut gereizt. Ich muss den Täter finden. Ja, das sollten wir mal tun. Der Täter wird ja wohl hier ungefähr hier sein. Da ist der Täter. Da haben wir den Täter, na. Was für eine Schandfleck. Ja, also wirklich die Katzen, die heiligen Katzen hier umzulegen. Da haben wir einen kleinen Top-Tox. Naja, man wird's ja wohl überleben. Die Blutspur endet. Der Täter muss in der Nähe sein. So, wo ist er denn, der Täter? So, mein Freund. Deine Katze ist verletzt? Es ist nicht meine. Alle Katzen gehören nur Bastet. Ich bin nur ihr Werkzeug. Beschütze sie vor dem römischen Abschaum. Du hast einen Römer ermordet, weil er Katzen tötet? Das gibt einen Aufstand in Alexandria. Bastet selbst nahm Rache durch meine Hand. Ich bin nur ihr Diener. Ich kenne jemanden, der deine Hingabe zu schätzen wüsste. Es wäre das Beste, wenn du Bastet in ihrem Tempel im Bubastis dienst. Ich diene Bastet schon mein gesamtes Leben. Es wäre mir eine Ehre, mehr für sie zu tun. Geh vor, Bruder. Wir sollten besser leise sein. Wir brauchen keine Aufmerksamkeit. Ja. Ich kenne den Weg. Lass uns fliegen. So komme ich der Göttin schneller näher. Ah, ja. Das Westtor. Nord, Süd, Ost, West. Hier. Oui. Na wunderbar, das Begrüßungskomitee kommt ja auch gleich. Wenn man davon spricht vom Teufel. Hier. Römische Soldaten fürchten sich vor unseren kleinen süßen Kätzchen. Kannst du nicht den Mund halten? Also immer diese Aufmerksamkeit hier am helligsten, in der helligsten Nacht. Meine Güte. Ah ja, wie interessant schon wieder diese Beleidigung.
Da haben wir eine ganze Armee an Soldaten. Ägypter, erhebt euch! Erobert die Stadt im Namen von Bastet zurück! Oh nein. Serapis, steh mir bei! Oh, können wir froh sein, dass die Wachen das da drüben nicht mitbekommen haben? Das wäre ein Theater gewesen worden. Ja, komm, Kollege, komm! Machen aus Merkel. Seht euch diese Gürtelträger an! Und sie halten sich für Soldaten! Oh nein! Es reicht! Wir sind fast durch! Willst du sehen, was dein Schwert mit dir anrichten kann, du Hund? Ich demonstriere es dir gerne! Zack, zack! Na, wunderbar. Der bringt mich hier noch ins... Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Gut, meine Güte. Der bringt mich echt hier noch in Schwierigkeiten, der Kerl. Was wolltest du sagen? Schön, dass die Römer das jetzt auch so sehen. Dass ich jetzt der Staatsfeind Nummer 1 hier Ägyptens bin. Na wunderbar. Nimm die bloßen Pferde und verschwind sie aus der Stadt. Römische Katzentreter! Wie wär's, wenn ich eure Götter trete? Oh nein, nein! Nicht schon wieder! Was testet meine Nase, ihr Narren? Boah, rein mit der Klinge, naja, mimimimi. Tja. Ah, nee, immer dieses Begrüßungskomitee. Steh da nicht so drauf, das Begrüßungskomitee. Na toll, die Geier freuen sich auch schon darüber. Geh zum Tempel der Bastet. Aber bitte sag der Priesterin nicht meinen Namen. Das könnte ich, Medjay. Aber überleg nur, was die Rückkehr des großen Kriegers Khalid in Alexandria bewirken könnte. Ich glaube, die Götter haben anderes mit dir vor. Wenn die Götter es so wollen, wird es so sein. Ja. Gute Reise, Medjay. Möge Bastet über dich wachen. So, dann haben wir die Mission jetzt auch endlich abgeschlossen. Ach, immer dieses Begrüßungskomitee, ne? Man weiß ja auch schon aber nicht, gar nicht, wohin damit. So, jetzt werden wir nochmal hier zum Händler gehen und mal gucken, was wir hier kriegen. Neue Waffen. Das sind alles Made in China-Produkte hier leider. Immer diese Billigprodukte. Naja. Nur weiter. Nur weiter. Götter schützt den Narren. Kaufen, verkaufen. Was haben wir denn zum Verkaufen? Ach, großartig, habe ich jetzt hier nichts zu verkaufen. Ja doch, Hyenon. Krokodilei. Löwenkrallen. Ah, das könnte Geld geben. Leopardenfell, nee, Stein. Ja. Geierschädel. Schlangengift. So. So, jetzt können wir jetzt noch mit ihm sprechen. Haben meine Waren dir viele Siege eingebracht? Reda, schön dich zu sehen. Ja, natürlich haben sie das. Vielen Dank. Manchmal glaube ich fast, wir wären verwandt. Na, das würdest du nicht wollen, Medjay. Meine liebe Mutter hat mein Vater in einem Anfall von Leidenschaft vergiftet. Dann ist sie im Nil umgekommen. Bei einer Nilpferdattacke. Alles, was mir blieb, war dieses Kamel. Eine traurige Geschichte. Ja. Reda, letztes Mal sagtest du was von einem Bronzebullen. Ach, wirklich? Die gleißende Sonne muss deinem Gedächtnis wohl übel mitgespielt haben. Ah, scheint so. Die Vergangenheit wird von unserer Fantasie bestimmt. Naja. Du alter Rüpel. Ich liebe deine Geschichten, ob wahr oder nicht. Schön, dich zu sehen, Reda. Ja, ja. Was kann ich dir heute anbieten? Wirst du was kaufen oder nicht? Eigentlich wollte ich eher nichts kaufen. Gut, okay, dann gehen wir zur nächsten Mission. Da müsste ich dann mal mich einmal hin teleporten. Auch wenn das einige wahrscheinlich nicht so schön finden. Damit wir an den Tisch mit den Informationen kommen. So.
weil das doch etwas lange dauern würde sonst. So. Schauen wir mal, was da so wird, wie das dann so wird. Nächste Mission, welche wir dann nehmen. Das kann ja nur lustig werden. Nur lustig und... entweder wir schwimmen rüber oder springen aufs Schiff. Tschüss, zack. Das war ein Sturzflug ins Meer. So, da ist das Begrüßungskomitee. Mimi. Hoch und zack. Und ist ja nett, dass ich mitfahren darf. Fahrt man ruhig weiter. Ich schaue mich hier nochmal so ein bisschen um. Ach, hier gibt's ja überhaupt nichts. Ja, tut mir leid, aber ich muss mal hier ein bisschen Remi-Demi machen. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ah, verdammt, ich muss ja in die andere Richtung. Ach du Jemine. Ja, lass ich bring ihn später ran, zurück. Oh, da ist er ja baden. Das tut mir jetzt aber wirklich leid. Ja. Naja, ist ja nicht so schön, wenn jemand mal baden geht hier. Kommt schon mal gelegentlich vor. So. Jetzt muss ich mal schnell auf die Karte gucken. Ja. Dann legen wir hier an. Oh, ach, naja. So wollte ich zwar nicht anlegen, aber okay. So geht's auch. Ja, noch. So, wo haben wir denn den Tempel der Heiligkeit hier? So, mit dem Tisch mit den Informationen. Er sollte hier irgendwo sein. In 22 Meter Entfernung. Ups, so, hier ist er. Hier können wir uns dann Aufklärungsarbeiten. Ja, die nehmen wir mal heute. Finde das Militärlager in 900 Meter Entfernung. Das wird schwierig. Oh, da hinten ist das sogar. Ja. Ah, gut, das heißt, wir müssen uns unser Schiff nehmen und dahin reisen. Wie es so aussieht. Ja, das ist mal so eine kleine Nebenquest, die man auch so nebenbei machen kann. Muss nicht, aber machen kann. Wie gesagt, es ist. So, dann wollen wir mal ein paar Römer hier zusammen prügeln, zu kloppen. Ein paar Weinflaschen über den Schädel braten. Wenn es dann Römer sind. Ach ja, ist das nicht schön. Die ruhige See. Ein verrückter Magi. Ja, was Schlimmeres gibt's nicht. Oh. Naja. Paar aufgeweckte Schlussherde. So, so parkt man heute modern als Magi. Gut, das könnt ihr jetzt gleich. Wo ist denn mein mobiles Fahrgestell hier? So, machen wir es denn da. Ja, ist das nicht schön, ne? Also, davon können wir ausgehen, dass hier eine große Schlägerei stattfinden wird. Ja, müssen wir außen rumlaufen. Ach du Jemine, auch noch das hier, mit diesen Umwege. Ich laufe ja ungern Umwege, aber naja, wenn es sein muss. Was nicht muss, das muss, ne? So. Auf jeden Fall werden wir hier ein paar Römer zusammen prügeln können. Wow. So. Na, wen haben wir denn da?
Ach du Jemene, Level 32, 30. Oh. Ja. Vielleicht sollten wir uns hier mal reinschleichen. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ja, das könnte gut passieren, dass sie da zuerst schießen. Wollen wir schon nachher untersuchen. Nolinte Ivi! Stande! Mora! Upsala, tut mir leid, die Wache, dass die gestorben ist. Ja, den Hauptmann, den sollte ich jetzt nicht töten. Aber wenn der sich hinlegt, der Hauptmann, dann können wir... Ah, der Hauptmann, das war ja der Hauptmann. Oh, das tut mir aber leid, Wache. Hast du mich da etwa gesehen? Das tut mir aber wirklich leid. Immer diese Wachen, ne? Furchtbar. Hier rumschleichen. Naja, das Problem ist, wenn sie hier Alarm schlagen, dann haben wir nicht nur ein Problem. So, ich muss jetzt versuchen, hier irgendwo reinzukommen. Untersuche das Gebiet. Was haben die denn hier genommen? Krokodil? Elefant? Bei Amuns Hörnern. Wie groß er sein muss. Er muss gewaltige Kräfte haben. Sicher braucht es eine ganze Kuh, um das Geschirr herzustellen. Ja. Das haben wir schon in der Story erfahren. Kriegspläne. Bilden sie Elefanten zum Kämpfen aus? Und verfeinern sie ihren Tötungsinstinkt an den Bauern? Ich glaube, ich will das nicht so genau herausfinden. Wer weiß, was hier passiert, wenn ich das so genau herausfinde. Ich glaube, dann habe ich hier mehr als nur das Blut. Das ist kein Bauernhof, sondern ein großes Militärlager. Klappe, du Knecht. Das waren keine Soldaten. Einfache Bauern. Mit gebrochenen Knochen und eingeschlagenen Köpfen. Oh. Diese verzerrten Stimmen. Das müssen die letzten Bauern sein, die sie gefangen halten. So, dann wollen wir doch mal gucken. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Oh, ist da jemand gestorben? Naja, tut mir ja wirklich leid, aber naja. Ich muss hier nur ein paar Leute befreien. So, befreien. Befreien. Ah, noch ein paar befreien. So gütig, ich danke. Mögen Isis und Horus und Serapis und Anubis und... Heil dich, du Narr! Bedank dich später! So, wo ist denn jetzt der Schatz hier? Hier ist ja noch irgendwo ein Schatz gewesen. Ja, den sollten wir natürlich auch mal finden. Ich glaube, der ist im Hauptlager. Hauptzentrallager. Schatz. Oder ist der auf dem Schiff? Naja, eigentlich können wir auch drauf verzichten. Aber zumindest wisst ihr, dass ihr hier bei den Wachen hier aufpassen müsst. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr hier aufpasst. Weil wenn ihr einfach reinspaziert, könntet ihr die Alarm schlagen und es wäre nicht von Vorteil, dass ihr dann hier die Verstärkung an der Backe habt und den ganzen Pelakitai und Pipapo, wer noch alles dazu, Begrüßungskomitee kommt. So, dann werden wir gleich mit dem Gefangenen reden. Mal schauen, was der so sagt. Komm, komm, hör auf. Kennt zu irgendwer Usenet? Was? Das bin ich? Ja. Danke, mein Freund. Ich wurde erwischt, als ich die römischen Truppen ausspionierte. Es ist barbarisch. Sie bringen Elefanten bei, voller Blutlust zu kämpfen und zwingen sie, wehrlose Gefangene zu töten, um sie abzuhärten. Schaffst du es von hier aus zurück? Natürlich. Ich suche Apollodoros und sage es ihm. So, Leute, dann haben wir es mal wieder geschafft. Ich hoffe, es hat euch super gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo oder schaut mal auf meinem Discord-Server vorbei. Findet ihr unten links in der Beschreibung. Ich würde mich freuen und ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, ciao.